Man kann nicht wirklich behaupten, dass das Geschehen an den Finanzmärkten nicht noch ein Stück weit absurder geworden ist. Heute Nacht hat Peking ja verlauten lassen, man sei sich einig, dass man sich einigen wolle. Das war schon mal ganz großes Kino. Und heute Nachmittag dann Donald Trump, der gesagt hat, ja, der Deal ist in den letzten Geburtswehen. Das ist natürlich auch eine schöne Metaphorik. Normalerweise versucht man das so schnell wie möglich hinter sich zu kriegen. Zumindest aus meiner persönlichen Erfahrung in dieser Geschichte. Jedenfalls scheint das eben nicht ganz einfach zu sein. Aber schauen wir uns mal die Geschichte an, wie sie hier sich darstellt. Hier haben wir zunächst mal Conway, die Beraterin des Weißen Hauses, die gesagt hat, ja, zunächst mal, da gibt es schon noch einige Schwierigkeiten bei diesem Handelsdeal. Da waren die Märkte kurz so ein bisschen ratlos, aber dann hat ihr jemand scheinbar auf die Schulter geklopft und dann hat sie gesagt, ja, wir sind ganz, ganz nah dran am Handelsdeal. Dann, wie gesagt, heute Nachmittag Donald Trump mit der Aussage, we are in the final throes. Das sind also die finalen Geburtswehen eines Deals und übrigens möchte er dann doch, dass in Hongkong Demokratie herrscht. Ja, da ist er wirklich ein ganz großer Freund der Demokratie. Und das kann er nämlich bald unter Beweis stellen. Er muss nämlich bis zum 12. Dezember diese Hongkong-Bill des US-Senats und des US-Abgeordnetenhauses unterschreiben oder eben nicht. China hat schon klargemacht, naja, vielleicht wird er es unterschreiben, aber die Frage ist, wie er es unterschreibt. Wenn er es so unterschreibt, so im Sinne von, ich kann gar nicht anders, weil praktisch alle gewählten Vertreter, Volksvertreter in den USA eben diese Bill unterstützen, dann ist das vielleicht noch okay, aber das wird noch so ein lustiger Punkt sicherlich, ob er diese Bill unterschreiben wird. Dann hat China sich hier geäußert, heute Nachmittag auch nochmal gesagt, okay, wir haben jetzt eigentlich die Karten auf den Tisch gelegt, jetzt liegt der Ball in der Hälfte der USA, jetzt müssen die also sagen, ja oder eben nein, die Geschichte scheint wirklich jetzt final zu sein. Die Wehen sind scheinbar wirklich sehr groß und man versucht, das Kind auf die Welt zu bringen. Und es könnte durchaus sein, dass das notwendig ist, denn wir sehen, dass nach wie vor die Weltwirtschaft nicht wirklich gut dasteht. Wir sehen hier wohl, dass die Weltwirtschaft jetzt zum Ende dieses Jahrzehnts eher nochmal negativ nach unten überraschen wird. Wir sehen, dass die Dinge auch in Sachen Welthandel weiter schwach sind. Wir sind im September jetzt nach neuesten Daten, ist der Welthandel im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,1% zurückgegangen. Das ist der vierte Rückgang in Folge zu dem jeweiligen Vorjahresmonat. Rückläufig auch heute das US-Verbrauchervertrauen zum vierten Mal. Auffällig da vor allem, dass viele gesagt haben, ja, die Jobs, die sind nicht mehr so einfach zu bekommen. Morgen kommen die US-Erstanträge, die zuletzt ja deutlich nach oben gegangen sind, da wird man genauer hinschauen jetzt. Das heißt, wir sehen möglicherweise, dass auch in den USA langsam da etwas am Arbeitsmarkt ankommt, dass das wirklich auffällig wird. Wir hatten heute den Richmond Fed Index auch mit sehr schwacher Employment-Komponente, der deutlich schlechter war als erwartet. Also die Produktion, die ist global wohl nach wie vor schwer angeschlagen. Und die ganze Thematik, dass die Weltwirtschaft sich dann massiv erholen wird, die ist nicht wirklich der Fall. Genauso wie wir nach wie vor eine Earnings Recession in den USA haben. Wir haben jetzt 95% aller US-Unternehmen, die in dieser Earnings Season im dritten Quartal berichtet haben. Insgesamt liegt der Gewinnrückgang bei minus 2,7%, das dritte Quartal jetzt in Folge mit rückläufigen Gewinnen. Aber die Kurse auf Allzeithoch, na klar. Wie sollte es auch anders sein? Schauen wir uns zum Beispiel mal an die Relation zwischen Rohstoffen und Aktien. Die ist so tief wie seit Platzen der New Economy nicht mehr und so tief wie seit Anfang der 70er Jahre. Normalerweise sind das durchaus auch Wendepunkte an den Aktienmärkten, wenn diese Korrelation hier ganz unten ist. Normalerweise sieht man auch, dass Gold normalerweise dann eben auch steigt, wenn mehr als 70% der amerikanischen Zinskurve invertiert ist und war, das war ja lange Zeit der Fall, derzeit verflacht sich ja die Zinskurve wieder, möglicherweise wieder auf dem Weg zu invertieren. Hier sehen wir, dass Gold dann fast immer positiv, deutlich positiv reagiert hat, wenn dieser Zustand eingetreten ist. Die Märkte sind irgendwie noch in einem anderen Bezugssystem, hat man das Gefühl, die konzentrieren sich auf die Fed, die sagen, die wird uns schon ausbailen, da kann ja nichts mehr passieren und die konzentrieren sich auf diesen Handelsdeal, weil sie glauben, naja, wenn wir so einen Wischiwaschi-Plastikdeal haben, dann wird die Weltwirtschaft sich wieder erholen. Das scheint doch ein bisschen unwahrscheinlich, aber es wird
gleichwohl gespielt. Schauen wir uns mal die Aktienmärkte an. Hier sehen wir den Dow Jones, die Charts von Capital.com. Ja, ja, ich habe es nicht vergessen. Jetzt sind wir hier bei 28.130 Punkten. Wir haben die Aussage von Donald Trump, Geburtswehen, alle sind also der Meinung, es steht kurz bevor der meist angekündigte Deal der Weltgeschichte. Natürlich wäre das positiv, wenn diese Investitionsunsicherheit weg ist. Es sind ja nicht die Zölle an sich, die sozusagen das Problem sind. Das sind ein paar Milliarden, das ist im gesamtglobalen Kontext der Weltwirtschaft eher eine Fliegenschiss auf Deutsch gesagt. Aber was wirklich interessant ist, was wirklich wichtig ist, das ist die Investitionsunsicherheit. Heute hat HP, dieser amerikanische Tech-Konzern, gesagt, ja, wir sehen, dass viele Kunden zögern mit Aufträgen, weil sie eben unsicher sind, wie die Dinge weitergehen. Wir haben heute den US-Einzelhändler Dollar Tree gesehen, der gesagt hat, wir haben massiv ansteigende Kosten durch die Zölle. Man hat da den Ausblick deutlich gesenkt, die Aktie 16% im Minus. Also es kommt immer mehr jetzt auch sozusagen an diese Wirkung der Zölle, aber nicht an den Aktienmärkten. Hier sehen wir den Nasdaq 100 jetzt fast bei der 8400er Marke. Heute gab es ja diesen Spike heute Nacht nach oben, nachdem Peking gesagt hat, wir sind uns einig, dass wir uns einigen wollen, dass wir uns einigen könnten, wenn wir uns denn einigen wollten, so wir uns denn auch einigen. Und bestimmt werden sie sich einigen. Schauen wir uns mal den Germany 30 an, mithin also den DAX, zu dem ich ihm noch erzählen wollte, dass wir hier großartige Nachrichten aus dem Autosektor heute haben. Audi will nämlich bis zu 10.000 Leute entlassen, weil man eben so optimistisch ist. Fitch hat ja gestern schon gesagt, wir werden das schwächste Jahr der Autoverkäufe sehen seit der Finanzkrise. 3,1 Millionen weniger als noch im Vorjahr. Und wir sehen, dass in den USA so viele Autos mit Subprime-Loans finanziert werden, also Leute, die eigentlich nicht kreditwürdig sind, Subprime-Loans bekommen, so damals wie in der Immobilienblasenzeit, als man auch schön Subprime-Kredite vergeben hat für Leute, die sich das eigentlich nicht leisten konnten. Aber zurück zum DAX. Wir sehen hier dieses leichte Aufwärtsmomentum. Er hinkt so ein bisschen hinterher. Der Saft ist beim DAX irgendwie so ein bisschen raus. Der macht eben keine Allzeithochs. Wir sehen Euro-Dollar 1,1017, sehen Gold bei 1459. Ist plötzlich nach oben gegangen, ebenso wie der Yuan. Der Yuan, das macht dann Sinn, als Trump gesagt hat, die letzten Geburtswehen. Warum Gold aber nach oben geht, ist dann eine andere Sache. Wir sehen, dass Crude Oil sich hält, $58,24. OPEC-Kreise sagen, ja, vielleicht wollen wir doch die Produktion kürzen, aber da wird viel gesagt und in der Regel wenig getan. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Es ist ein Stück absurdes Theater. Die Schere zwischen Fundamentaldaten, sowohl was die Earnings, was die Unternehmensergebnisse betrifft, als auch die Fundamentaldaten der Wirtschaft und der Kurse, die ist immens groß. Die Klammer ist wahrscheinlich die dorfische Wende der Notenbanken, aber das scheint mir die einzige Klammer zu sein. Wir werden es sehen. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.